So, wollen wir die nächste Stunde mal was Sinnvolles machen? Also ich mach zum Beispiel Wolfgang helfen, seine Sachen zu holen. Nee, ich hab das jetzt dort. Dann halt nicht. Ja, wenn ich das nicht schaffe, können wir nochmal drüber reden. Komm, weiter runter. Nee, du hast deine Chance. Das lass so raus. Nein. Wir spielen den Cowboy und den Indianer. Nee. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Was ist los? Warst du am Wochenende auf dem Junggesellenabschied? Vielleicht. Oh, hier von ist eine Frauen Leiche. Aber. Bei Frinson. Ja, ich habe mein Zeug wieder. Der ist auch direkt ein Spawner, Scheißen. Wie geht's eigentlich unserem Schiff? Das sieht ein bisschen angeschlagen aus. Ja, ist es auch. Kacke. Testing. Ey, was ist das? Oh, ja. Nee, diese Argumentation, dafür müssen wir in den Comicladen gehen, warum Supergirl eine Narbe hat. Oh, ein 2-Sterne-Neck. Hält er mehr als einen Schlag aus? Was denkt ihr? Ja. Nee, ein Schlag, der ist down. Da kann er gar nichts. Ich hoffe, du hast Spaß, Vincent. Das geht. Machst du toll. Daumen nach oben und so. Ja, I like. Liken, teilen, abonnieren. Vielleicht etwas nach da. Ja. Aktiviert die Glocke. Kacke. Ich hab hier schon wieder toll. Okay, bald bin ich schon beim Ufer. Und dann wird das richtig bitter. Ach, kein Bock. Oder doch? Warum liegt hier so viel Stein rum? Damit du deine Mauer weiterbauen kannst. Und hier kriegst du sogar noch einen Stein. Das ist so teuer, das aufzutürmen. Also Steine sind kosten zwar nichts, aber ab Eisen kannst du theoretisch eine Steinwand bauen. Die ist wesentlich billiger als das da. Ja, ist es auch. Da ist mich eigentlich dafür gedacht, dieses Auftürmen. Das wissen wir doch noch gar nicht, weil wir noch gar nicht so weit sind. Ah ja, stimmt ja. Warum habt ihr mir das früher gesagt? Du kannst später Steinmauern bauen. Super. Und ich hab vorhin noch gefragt. Ich finde, alle sollten vorhaben, eine Mauer zu bauen. Ja, kann man doch machen, da macht jeder halt eine Schicht. Dann sind wir wenigstens geschützt, wenn die Rims angreifen. Vincent ist jetzt am Stein holen, der Arme. Der könnte lieber Essen holen. Ja, ich sammle Stein.
Ja, das. Die Mauer ist doch schon hoch genug eigentlich. Ja, ist auch. Was soll denn nicht reinkommen? Denkst du, es kommt noch was Größeres an? Ja, komm, es. Lass gut sein. Ja, was soll ich denn so? Vergesst ihr nicht, über uns zuzumachen, damit auch fliegende Gegner uns nicht angreifen können. Wir haben keine Tauben mehr haben. Ja, und wie soll ich das dann stellen? Da kann ich höchstens heute. Habt ihr eigentlich schon bessere Angriffe auf die Base? Das ist relativ, weil es abhängig davon ist, welche Bosse du gelegt hast bis jetzt. Ja. Das war mehr so eine Frage, ob ihr schon einen gehabt habt. Ja. Vorne ist ein Reh, aber ich hab keinen Bock. Wie, du hast keinen Bock? Wenn du ein Tier siehst, was du erschießen kannst, dann nimm das bitte mit. Damit wir wenigstens auch mal Fleisch in der Kiste haben. Ich hab Fleisch mitgebracht. Ja, ist doch gut. Boah, zwei Stück. Das ist mehr als. Das ist mehr, ja, richtig, das ist ja auch mehr als du Kalorien am Tag. Also du verbrauchst mehr Kalorien, als du einbringst. Dafür wirst du erstmal vermöbelt. Disteln habe ich mitgebracht. Leder. Beeren. Pilze. Oh Gott, meine wäre ich runtergefallen. Warum ist da hinten eine Distel? Wächst die da? Ach, da wo Soul-Eye gestorben ist in der guten alten Zeit. Wo bin ich gestorben? Hey, Jordel, guck mal. Ja, hier auf dem See. Ja, bitte? Ach ja, stimmt ja. Hüpf mal hier hinter die Bergbank. Da bin ich gefühlt den ganzen Film einfach nackt gelaufen. Jetzt nicht mehr. Lass dich doch da. Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Wo raus? Warum hast du dich weggemacht? Ja, weil das Ungeziefer anlockt. Hier, du kannst sie aber haben. Legst du doch einfach die Pflanzentruhe rein. Nein, jetzt leuchtet sie auch in unserer Wohnung. Nein, jetzt will ich sie aber nicht mehr. Jetzt will ich sie nicht auch mehr. Nicht. Proof, der Jordel ist Loot liegen. Jetzt petzt er noch. Wieso darf ich denn nichts kochen? Ja, weil vielleicht geht nicht jetzt dran. Achso, das ist schon gekocht. Boah. Na, Vinci Boy? Ich war sowieso einfach meine Sachen weg. Was ist so? Vorsicht, hinter dir, Vinzen! Ich sehe nichts, ich sehe nur Mast als Schatten. Achso, die. Die mache ich mit Fäusten weg. Komm her. Nein, Wolfgang, wir chatten jetzt nicht alle. Ach so. Das sah gerade so aus. Hey, Vincent, wie kommen denn hier Gegner rein in unsere Base? Ja, vielleicht wollte ich meine Mauer fertig bauen. Was machst du da, Wolfgang? Du hast auch Damage an unserem. An unserer Hütte. Deswegen will ich nicht dort kämpfen. Warum ist hier eine Distel auf dem Boden? Die haben wir für dich da hingelegt, um dir zu huldigen. Du musst nicht eine andere Waffe hier craften, Vincent. Ein Holzknüppel zum Beispiel. Warum soll ich mir einen Holzknüppel craften? Weil wenn du damit zuschlägst, du nicht unsere Hütte kaputt machst. Aber er hat so einen Hirschhammer, der macht auch nichts kaputt. Doch, der macht es hier kaputt, weil er AOE Damage macht. Ja. Ich glaube, erst ab Eisen kommt dann nochmal ein anderer Hammer. Warum läuft eigentlich Jordel oberkörperfrei rum? Weil ich meinen Oberkörper dir gegeben habe letztens und das unter das Vieh gelaufen, gerollt ist. In dem Sinne trägst du mein Brustoberteil. Wollt ihr schlafen gehen oder nicht so? Ja, komm, machen. Komm, ich geh schlafen. Wirf doch nicht den guten Hirschkopf weg. Es tut mir leid, aber wir haben, glaube ich, in der Kiste Hirschköpfe voll. Ja, Hirschköpfe, du kommst hier nicht rein, Wolfgang, als mein Ehemann. Was, du bekommst nicht? Einfach unzählige Hirschköpfe, einfach so. Das war ich nicht! Jodl hat das Haus kaputt geschlagen. Was?
Es sind Gegner in der Nähe, wir können nicht schlafen, ihr müsst sie töten. Warum wir? Ich bin die Frau, ich bin nur für die Küche zuständig. Ja, du machst doch nicht mal was. Du machst doch nicht mal Landwirtschaft. Was? Ja, dafür habe ich ja Wolfgang. Dafür trete ich jetzt an dich. Ich liege in meinem Bett, du Schwein, ich bin schwanger. Alter, Vincent tritt eine schwangere Frau. Du bist nicht schwanger, Jordel. Oh, ich hab. Doch. Wolfgang ist mein Ehemann und wir haben letzte Nacht ein Baby bekommen. Alter, wenn ihr es bekommen habt, dann bist du nicht mehr schwanger. Ja, trotzdem schläft es ja bei mir. Ja, das heißt Vincent. Wenn dann von dir. Ja, von mir und Jordel. Ja, ich bin aber nicht. Seid ihr schon alle im Bett? Ja. Also, ja. Seid ihr überhaupt nicht, weil ich bin ins Bett gegangen und dann kommt nämlich nicht schlafen plötzlich. Ach so, du blickst, du bist nicht bei uns, okay. Nee, ich bin im alten Lager. Oh, Vincent, das Baby Vincent ist gestorben. Oh. Ach, nee, cool. Vincent, hör auf. Alter, warum schlägst du mich? Schläg doch nicht deine Mutter. Oh, nee. Das wird alles noch schlimmer. Junge, was soll ich denn? Ich wollte gar nicht was zum Kochen anhängen. Obwohl doch. Also soll ich mir jetzt eine andere Waffe machen? Mir ist es scheißegal. Ja, du kannst auch damit weiterspielen. Du kannst musst das nachher reparieren. Kannst ja auch eine Waffel machen. Eine Waffel. Ach komm, ich sammle eh jetzt sofort wieder welche ein. So, erstmal ein neues altes Bett pinkeln. Jo, du hast in deiner Kiste noch Kohle. Jo, kannst du Diamanten draus machen? Mit meinen Arschbacken. Naja, ich wie glaub, machst du überlasse ich dir? Da wird dein Arsch so viel zu produzieren, dass Kohle in deine Einzelteile zerlegt. Hä? Ich habe gar nicht so lange gewartet, gerade. Ach, was ein Unsinn. Du kochst schon wie Vincent. Du kochst bitte. Ja, machen wir jetzt was Produktives. Ja, ich will ja was Produktives die ganze Zeit machen. Ich sammle ja auch Ressourcen dafür. Ey, Wolfi! Ja? Weißt du, was mir gerade durch den Kopf kommt? Der Frühling hat ja, also es ist ja bald Frühling und Sommer. Und wenn Corona dann noch ist, wollen wir uns ein Wohnmobil mieten und durch das Land ziehen? Während Corona ist? Ja, warum nicht? Ja, aber wir müssen Maske tragen, ja. Ja, das ist ja scheißegal, aber wir könnten uns einen Wohnwagen oder Wohnmobil mieten. Können wir machen. Why not? Ja. Okay, lol. Och nein, Vincent hat Blödsinn gemacht. Was habe ich denn gemacht? Du hast hier zu weit nach reingebaut und da ist der kalte, also ist der Grund, der Feldergrund ist dann weg gewesen. Das heißt, die Pflanzen sind nicht richtig gewachsen. Hä? Ich hab ganz am Rand mal die. Das versteht Erde Vincent weg. Nicht. Richtig, ich hab alles wieder richtig gemacht. Kein Problem, Vincent. Hallo Ramsi, grüß dich.
Warum sollte ich dein Sohn sein? Nimm mir einen plausiblen Grund dazu. Er hat seinen Samen gegeben, um dein Leben zu beginnen. Aber warum sollte ich dann genauso alt sein im Spiel? Wer sagt, dass du genauso alt bist? Weil siehst du einfach nur alt aus. Ach so, das ist in der Musik. Oh, hallo, Scheiße, Taka. Ich bin schon so durch. Ja, willst du dann noch jetzt so eben zum Sumpf rum? Ist egal, ich richte mich dann nach euch. Nur, das bedeutet, dass Jordi Botschaften an Aliens auf den Boden legt mit Stein. Ich die ganze Zeit Ressourcen farme, Vincent einen riesigen Wall baut. Nee, Vincent macht gerade, weiß ich nicht. Ich höre gerade Shakira. Shakira hat noch nicht gelebt zu dieser Zeit. Aber ihre Vorfahren. Die aber nicht in Skandinavien. Woher willst du das denn wissen? Ja, die kommen doch aus Brasilien. So. Und zweitens ist das hier nicht Skandinavien, sondern Ballheim ist einfach nur eine andere Welt. Enough. Na komm. Warte, Wolfi, wir hören jetzt Wikinger-Musik. Ja, was für Wikinger-Musik? Nee, wobei, das ist keine Wikinger-Musik. Hey, was soll denn keine Wikinger-Musik sein? Ruhe, kleiner Mann. Musik, die nicht von Wikingern gemacht wurde. Übrigens ist ja auch nicht überliefert, was für Musik Wikinger gehört haben. Es kann auch sein, dass auch gar keine Musik gehört haben. Ja, weil haben die nur Schädel platzen lassen. Genau. Ja, die hatten aber so eine Art Barden, also Geschichtenerzähler. Ja, ich glaube, ich baue das Haus weiter aus, bevor ich jetzt gar nichts mache. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Doch, ich finde, Wolfgang kann am besten bauen. Was willst du denn ausbauen? Er baut noch einen Klotz. Ja, super. Ja, mach noch ein Viereck. Ich würde mal sagen, unser Schlafraum, das sieht schon von innen sehr schön aus. Ja, als wenn man ihn in Rast gebaut hätte. Da sind Häuser auch so hässlich. Ja, musst du sagen, mit deinem immer gleichen Zeug. Ist ja nicht immer gleich. Wow. Ich habe eine sehr funktionale Scheune gebaut. Was? Mit genug Platz und auch ein Baustation. Ja, und ich habe eine sehr schicke Werkstatt gebaut. Irgendwann. Hä, was für eine Werkstatt? Ach so, da wo du runtergebuddelt hast. Ja. Du hast ein schönes Loch gebaut. Und den Turm, den ich da gebaut habe? Ach, das war ein Turm. Ja, vor bei den Bienenstöcken. Ja, der Miniturm. Da. Nein. So. Aber wenn auch Stein und den Balkon nicht vergessen, dann ist. Kann ich nicht lesen, Dragon. Muss nochmal neu schreiben in Deutsch, sonst kann ich das nicht lesen. Also. Aber wenn aus Stein und den Balkon nicht vergessen, dann erst wenigstens der gute deutsche Platte. Was? Papa Platte? Ach, es ähnelt dann einer deutschen Platte, okay. Warum liegt hier über Stein rum? Nicht vergessen wird, dann ähnelt es wenigstens der guten. Danke, Ramsi, vielen Dank fürs Feedback. Boah, hier liegen Steine drin. Ja, ich versuch's. Und alle, die das verändern wollen, mach ich platt. Hey, hörst du auf zu knurren? Nö. Oh.
Nein! Okay, gut, ich war doch lieber von oben. Von. Hallo, Deadly Skull. Von nach oben. Hallo, Ehemann. Ja, ich zieh mich schon aus. Okay. Hä? Ich glaube, so funktioniert Ehe nicht. Doch, wir müssen das Feld segnen. Mit einem Liebesakt. Oh Gott. Das hat ja auch nicht irgendwo rauskopiert. Was macht ihr? Jolle denkt, er ist ein Affe. Das war auch schon vorher. Oh Gott, so beinahe wäre ich runtergefallen. Du bist ja schwarz, du kannst gar nicht mein Mann sein. Alter Schwede, ey. Alter, du kannst nicht mal ein Wikinger sein! Aber Vince ist unser Sohn, der ist auch so bräunlich. Hä, wie denn? Hä? Gar nicht wahr? Das Feld flügen. Komm, jetzt guck mal. Ja, Vincent, hätten wir dich in Berlin damals nur eingestellt, als der Flughafen gebaut worden ist. Ja, dann wäre der auch fertig. Dann wäre die Piste 500 Meter höher. Genau. Och nein, jetzt hänge ich da so eine Mauer drumrum. So. Ja, genau, exakt hinter dem Portal ist einfach die Mauer. Nicht die Schmiede, hier eben reparieren. Alter Jordan, warum hast du nichts an? Hör auf mich anzuschauen, mein Sohn, ich bin deine Mutter. Also ich darf das höchstens, wenn ich dein Sohn bin. Gut. Watson. Soll ich das gleich zu Bronze verarbeiten? Frag lieber nach. Okay, gut, dann halt nicht. Nee, ich lasse das jetzt einfach drin. Damit man so einfach dann entscheiden kann. Pflanzen. Komm her, mein Harz. Ach, wie hieß denn dieser Disney-Film mit dem Mädchen von dieser Insel da? Du meinst das, wo die den Gott trifft? Ja, ja, genau. Och. Pocahontas. Nein, ich weiß, was du meinst. Einfach. Ich vergesse den Namen davon aber immer. Mädchen von Vajana. Vajana, genau. Ah, Google hätte es auch gewusst. Ja, deswegen, hey, Google. Hat er zu schnell gesagt. Wäre auch komisch, wenn Google das nicht wissen würde. Auf eine Ebene stellen. Auf einer Dings stellen. Ebene. Auf einer Anhöhe? Und auf Endlosschleife. Hallo Amadou. Du armer Dude. Also so arm ist er auch nicht. Ja, wenn er schon mit Twitch im Saal. 17 Arm nur vorhanden, also gerade da. Ja. Ehemann, was baust du da? Weiß ich noch nicht. Bitte bau keinen Aussatz. Vor allem, ich weiß nicht. Weißt du, wenn wir jetzt rübergehen, irgendwie in den Sumpf oder so, dann. Ja. Du hast was zum Block. Hast du inzwischen das kleine Bronzeschild dir nochmal gemacht? Ja, ich, ja. Ja. Dann kannst du wenigstens Gegner blocken, aber sonst keiner. Ja. Ich bräuchte alle einen Bogen. Ich hab einen Bogen. Ja, und Pfeile. Ja, das ist alles. Ich könnte aber mehr schnell Pfeile machen. Ich hab Pfeile. Also ich für mich. Ich hab die Macht eines Gottes hinter mir. Ja, genau. Welchen? Den Meeresgott. Poseidon? Warum hast du den Gott Poseidon auf deiner Seite? Wieso liegt hier ein Hirsch? Vielleicht hat er Bock. Ich will den Hirsch nicht. Weil ich glaube, ich will auch ein kleines Faustschild.
Ich hab die 2 einfach, ich brauch keine Felder. Zack. Ah, ich brauch Federn. Ich würde es noch einmal noch zinnen, dann können wir gerne gucken, wo die Krypta ist im Sumpf. Ein fauliger Geruch vom Sumpf. Oh, wir werden angegriffen vom Sumpf. Vom Sumpf? Wow, Alter, hast du mich erschreckt. Ja, vom Sumpf. Bin auch ein Sumpfgegner. Ihr könnt euch einfach verstecken, 120 Sekunden, dann hauen die ja wieder ab. Party hart. Party hart. Ah, hier, Holzpfeile. Ich mach mir jetzt einfach das Billigste. Habt ihr schon welche gesehen von den Gegnern? Nein. Also die sind wahrscheinlich alle in Vincents Graben. Hinten kommt ein Trauger. Die sind im Raum, die sind bei uns, die sind im Haus. Ich kann... Oh. Ja. Schütz mich! Wie denn? Ich kann... Ich mach nur Augen hier. Wow! Ich bin nackt! Also ich gehe raus. Ich bin traurig. Oh, Wolfi, du musst mitkloppen. Ich bin hier draußen, kämpfe gegen Skelette und Trauger. Ja, wir auch. Und ich bin... Ich muss mir was anziehen. Na gut, wir kämpfen gegen Skelette, nur... Okay, aber die kriegen schon ein bisschen saftig Damage. Boah, scheiße. Oh, ich muss was essen mal. Aber ich mach dich schon. Ich hab sie alle getötet. Ja, ich hab vor Damage gemacht. Ja und, der Last erzählt. Ich hab zu spät gegessen, bin deshalb gestorben. Ich hab viel hatte, ich wollte. Ja, gut. Oh, lol. Hier ist ein Trauger, den töte ich nicht. Wo? Hier ist ein Trauger. Vincent, du musst ihn töten. Aber ich hab... Okay, dann mach durch meinen Block Schaden. Geh da weg! Hätte ich zockst du noch Rimworld? Ist ja schon ein großes Projekt. Ja, ich zock noch Rimworld. Also es kommt halt doch jeden Tag immer eine Folge. Also dementsprechend zock ich's auch noch. Schieß alle! Ich mach Fernkampfunterstützung. Ja, ich hab ihn getötet! Ups! Oh, der hatte sogar Würstchen dabei. Oh, ich werd angegriffen! Ja, weil da unten... Nein, du hast wahrscheinlich das Rezept bekommen, weil du die Innereien aufgesammelt hast. Warte. Oh, da ist ja noch ein Trauger, Alter. Ja, ich mach die ein bisschen mit AOE-Damage weg. Ja, und von der anderen Seite kommen noch mehr. Warum hab ich die Trauger? Gleich zu Ende. Okay, ich kümmere mich mit Wolfgang hier ein bisschen um die Skelette. Und Trauger. Hey, kümmere du dich aber um Skelette, ich mach hier den Rest. Mit deinem Hammer bist du gegen Skelette richtig gut. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Problem ist, die schießen gerade die ganze Zeit auf mich. Und ich bin wie immer nicht da. Ja toll, super. Nie ist auf den Dorfchef verlassen. Kampf auf die kriegen. Oh fuck. Hab was lesen die gleich, was du geschrieben hast. Schieß ein bisschen ab. Ich kann halt auch sagen, aber. Das ändert ja auch nichts. Das sind die größten Krieger aller Zeiten. Nein, Trauger. Trauger sind tatsächliche Krieger. Genau, die hab ich gemeint. In der Mall sind sie gefürchtet beim Weihnachtseinkauf. So, den hab ich. So. Wir sind einfach easy vom Sumpf angegriffen worden. Und uns behaupten konnten. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal einen Aufsammelfilter. Dass du nur Sachen aufsammelst, die du auch aufsammeln willst. Ich hab Wolfram baut eine große Dusche. Das wird meine Hobbyhütte. Ich meine. Oh, eine Sauna. Deine Hobbyhütte. Ja, wo ich mein Hobby. Ja, du musst aber Platz für uns beide machen. Ich wohne ja bei dir. Oh, nein, hier wohnt niemand. Doch? Ja, ich wohne noch das Bett. Okay. Ist der so wirklich so nah? Ja. Okay. Alter! Gesundheit. Wo sind denn die neuen Gifttränke hin? Die sind nicht in die Truhe gelegt worden. Ich hab die doch bei Essen, glaube ich, die reingelegt, glaube ich. Warum legst du die bei Essen rein? Wir haben noch eine Tränkekiste. Habe ich nicht gewusst, dass wir die haben. Passt schon. Also wir haben auch eine Kiste, wo nur Tränke drin sind, oder? Ist das überhaupt eine offizielle Tränkekiste? Die offizielle Tränkekiste.
Wer kennt steht einfach Proof drauf. Die offizielle Tränkekiste. Nee, ich glaube, da steht wirklich Tränke einfach drauf. Es sieht halt wirklich nichts mehr durch die Mauer. Vielleicht sollte ich aber wirklich aufhören mit dem Teil. Ist ja eigentlich sowieso scheißegal. Da kann ich ja jederzeit wieder abreißen und dann mache ich einfach. Nee, wir haben doch hier eine Metkiste, wo die drin sind. Das war die Sache. Wusste ich natürlich. Wollen wir nochmal zum Sumpf? Ja, Sumpf. Mehr Sumpf. Ja. Ey, wir konnten jetzt gerade easy einfach die Typen besiegen. Die sind auch nicht schwer. Richtig. Ja. Ich weiß nicht, was. Ich finde, Vincent sollte jetzt alleine in ja, den Sumpf. Ja, Vincent sollte jetzt losgehen alleine. Nackt. Warum? Wenn doch Jordle fast nichts gemacht hat. Ja, aber Jordle hat ja nicht gesagt, es ist einfach. Hä, was denn für eine Horde? Ich habe gesagt, dass wir die zusammen. Dass sie zusammen einfach waren. Also. Kack, wir haben Besuch von einem Troll. Hä, wo? Ja, der kommt ja hier nicht rüber. Noch, ja. Hä, guck hier. War doch das so die Idee. Der wirft aber einen Stein. Richtig. Das heißt, ja, dann wirft er nur nach uns. Feier ihn! Tja, jetzt geht mir das Lied auf die Eier. Schieß in seine Eier! Schieß in seine Lenden! Oh, ich hab einen Headshot gekriegt. Nein, der Loot liegt da unten. Ah, da geh ich da nicht hin. Ich will gern diesen Büffel hier reiten. Dann reite ihn. Setz dich einfach drauf und gib ihm. Ja, bin ich ja schon. Oh, da vorne ist das Famane. Perfekt. Warum ist auf einmal alles hier so dunkel? Weil Nacht geworden ist. Du bist einfach nur blind geworden. Oh, Zinn. Wie oh, Zinn. Ja, ich habe doch gerade einfach nur Zinn aufgesammelt. Ja, weil Zinn draußen liegt, weil ich gerade Zinn einschmelze. Ich weiß. Ach, da ist der Schamane, den ich angegriffen habe. Glaube ich. Die werden markiert. Also du hast ja das Symbol für männlich oder weiblich. Wenn das eine andere Farbe ist, dann war es ein Shiny-Pokémon. Achso, da redet gerade über Pokémon. Ich dachte, hä? Sparnachricht oder gemacht. Wo ist denn das ganze Holz hin? Wir hatten das alles. Das normale Holz ist überhaupt nichts da, ist mir gerade auch aufgefallen. Das ganze Korvold fürs Rosten. Korvold können wir eigentlich übrigens auch benutzen, um Dings zu machen. Kohle. Kohle, genau. Ich weiß, du kannst alles in den Ofen schmeißen. Vincent, ich habe vielleicht eine äußerst wichtige Aufgabe jetzt hat. Ja, komm hier, mach. Geh mal Holz farmen für mich, bitte. Danke. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Nee, hast du auch nicht. Oh Gott! Hier bin ich echt gut. So. Ja, super. Intelligent von einem 15-Jährigen. Ja, ich wollte gleich auch gut delegieren. Weil die mir nicht gesagt hat, dass man einfach eine normale Mauer bauen kann. So, Herr Scheiße, Hans. Dafür können wir doch nichts. Ach, hier weil du nicht nachgeschaut hast, ob du eine Palisadenmauer bauen kannst. Okay,
Proof, wie viel Eisen, wie viel Kupfer haben wir mittlerweile? Eisen. Ich bin gerade. Ein bisschen Bronze. Nee, Bronze müsstest du jetzt neu wieder anfertigen. Aber wir müssten noch so. Okay, ein bisschen. 10, 15 Bronze können wir noch herstellen. Jordel, da habe ich für dich auch eine Aufgabe. Wer bist du? Dein Mann. Dein Ehemann. Geh mal Kupfer hoch. Oh, hier ist ein Baumstamm. Der ist ja rein zufällig gut platziert. Das ist mir zu dunkel. Können wir jetzt alle mal schlafen? Ja, hat bei mir ein bisschen schlecht. Also irgendwie hat es gerade hier gebombert. Ein Grauzwerg hat mich rein zufällig in meinen Graben reingeschubst. Das heißt, bin ich wieder draußen. So, Proof, du kommst auch bitte ins Bett. Das hast du mir gar nicht zu besagen. Einer muss einfach mal die Leitung hier übernehmen. So. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Doch, ihr kommt jetzt alle mit. Och man, Jordel. Zorl hat sich angezündet. Da siehst du, was du damit erreicht hast mit deiner. Mit deiner Bevormundung. Da hat sich schon der erste angezündet. 15 Jahre und hat noch keine Ahnung, was das Feuer macht. Warum fühle ich mich hier so eingeräuchert oben? Weil du erstickst da oben. Die schlafen immer im Rauch und haben immer Rauchvergiftungen. Deshalb schläft die da auch. Das ist gut für den Tör, deshalb. Ja. Ich komme immer ganz knusprig raus. Deshalb bin ich auch immer so braun. Eine gesunde graue Farbe. Graue. So, also jetzt hat Proof und Jordel gehen Kupfer holen, Vincent Holz und ich mache hier Kohle weiter und baue meine Hütte fertig. Kann ich denn auch meine eigene Hütte bauen? Nein. Nein. Ja, du hast dir doch schon eine Mauer gebaut. Richtig. Ja. Leb doch hinter einer Mauer. Und ich mache mal hier Dings weiter. Ich habe jetzt ganz viel Zinn, aber kaum an Dings. Nein, ich mache mich nicht. Geht Jordel jetzt weg. Kupfer holen oder... Ja. Ihr beide sollt Kupfer holen. Hä? Ich hab vorhin Kupfer geholt. Ja, das sollst du gleich nochmal Kupfer holen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, aber du kannst ja Jordel nicht alleine Kupfer holen gehen. Also es wäre unverantwortlich. Jordel kann das allein. Aber Jordel ist doch groß. Ich sehe, dass er ein ganz anspruchsvoller und... Also ich würde den alleine losschicken. Weil du zu faul bist, selber Kupfer zu holen. Ich bin nicht zu faul. Du kannst im Stream nachgucken, da ich heute schon Kupfer geholt habe. Nämlich, ich habe ein Vorkommen alleine abgebaut. Ich weiß, dass du Kupfer geholt hast. Es würde mich einfach total wundern, wie ich mein Kupferding markiert hätte und ich da hinkomme und es hat irgendjemand anders abgebaut, außer ich. Ich habe vorhin auch Kupfer gefarmt. Ja, wenn ich das dann mal sehe. Also wenn ich dann da hingehe, wo ich das mal markiert habe und das ist wirklich weg. Ja, ich weiß nicht, wo du markiert hast, was ich für Kupfer vorkommen ich hab gefarbt habe. Zum Beispiel das war mal markiert. Und das habt ihr sogar mal abgebaut zwischendurch. Ich glaube, da ist das, was du meintest. Wo? Wo ich gerade stehe, hier war mal. Ich weiß nicht mehr, was ich vor 5 Minuten gemacht habe. Wolfgang, du musst echt... Das kann so nicht weitergehen. Wolfgang. Hä? Das reicht eigentlich schon vollkommen aus, das Teil hier. Gefühlt. Das hat schon vorher ausgereicht. Das hat schon der Graben ausgereicht. Ja, wenigstens habe ich das dann selber gefarmt. Wie weit seid ihr circa im Spiel? Nicht weit genug. Ja. Nee. Ah, dass es kein Flachdach gibt, das stört mich ein bisschen. Aber wie mache ich das im Schlauesten? Haben die verändert, dass die Disteln jetzt heller leuchten? Jordel, mach mal, dass man nicht auf der Karte sieht. Ich muss Reh töten. Ja! Renn in der Hölle, du Drecksau. Oh, Vincent. Was denn? Warum hast du jetzt hier so ein komisches Ding hingebaut? Das war vorher nicht da. Ding? Hier ist so eine Auskerbung an der Mauer.
Hä? Hier, da, diese Beule. Doch, ich glaube, die haben die Distin heller gemacht. Man hat die vorher nicht so gut gesehen hier. Seit wann ist da eine Beule? Jetzt frage ich dich, ja. Jetzt können sie die Blaubeeren auch noch zum Leuchten bringen. Ich habe mega Angst, wenn ich jetzt mir eine Hütte auf dem Meer baue. Dass die wegschwimmt? Nein. Da ist jetzt irgendein Troll, kommt sie einfach zerstört. Trolle kommen nicht übers Meer. Aber Seeschlangen. Ja, aber die machen auch deine Hütte nicht kaputt. Weit draußen sein. Ja, die verfolgt dich nur bis nach Hause. Gott, bin ich ein geiler Schütze, Alter. Aragorn ist ein Scheiß gegen mich. Hey, du meinst Legolas. Richtig. Ist ja egal. Überhaupt nicht. Aragorn ist doch kein Bogenschütze. Ach. Ja, eigentlich so halb, ne? Ja, der ist ein Waldläufer. Naja, hat wenigstens nicht Gimli gesagt. Holy shit, was sind das für Wellen? Das, das ist Meeresbewegung. Oh, Tsunami würde ich sagen. Ein Tsunami. Ein freaking Tsunami. Wo kommt hier gerade... Ach, ihr kämpft da vorne schon wieder. Ich will da gar nicht wissen. Ich kämpfe nirgends. Ich kümmere mich um die Karotten. Mach das. Ich versuche auf der Welle zu reiten. Das ist die perfekte. Also doch Tsunami. Schießt mir auf mich von euch. Ja, ich nicht. Was? Was? Das war ein Meteorit, der runtergekommen ist. Ach, shitte. Okay, da das jetzt gerade sehr hohe Wellen sind, kann ich ungefähr dann abschätzen, wie hoch das Haus sein muss, wenn ich Richtung Meer baue. Warum verbindet sich der Holzboden nicht mit den Holzleitern, auch wohl nicht verarschen? So in der Ebene will ich jetzt aber nicht rumrennen gerade. Vor allem, was bringt nichts, wenn ich jetzt. Nein, ich bin runtergestürzt! Reingehe und ich habe überhaupt nichts mit für den Sumpf. Was wird das, Vincent? Ich will mir ein Haus bauen. Okay, ja, mach mal. Das will ich sehen, ey. Vincent, bau dein Haus. Es sieht jetzt schon aus. Weißt du, allein schon die Treppe. Ja. Hä, mach doch. Aller Anfang ist immer schwer. Aber warum verbindet sich nicht der Holzboden mit dem anderen Teil? Das ist schrecklich. Mit dem Wasser? Warum ist auf einmal ein schöner Tag? Kann man ein Hausboot bauen? Nein. Oh, du Miststück, Alter. Gebäude überlappen, umschalten. Was? Proof, du hast Spaß. Ist doch alles cool. Ich sterb wenigstens nicht. Das stimmt. Alter. Nee, das verbindet. Solange man nicht stirbt, ist alles cool. Arsch. Ja, Vincent, du musst weiter probieren.
Danke, Nerle, fürs Folgen. Der Ehemann, ich hab dir Essen mitgebracht. Ja. Ja, danke, Frau. Zwei Pilze. Zwei Pilze. Ach komm, das ist mehr als sonst mitgebracht wird. Ah, ich höre dich, Troll. Warum verbindest du dich nicht mit der Holzleiter? Holzboden? Du bist echt... Okay, Vincent, ich gebe das mal eine Grundeinführung in Bauen, okay? Das wird bei dir niemals funktionieren. Doch, lass ihn mal machen. Ja, das kann ich mir aber nicht anschauen. Naja, dafür... Oh, ist Vincent dumm. Vincent, nimm mal deine Dings in die Hand, deinen Hammer. Ja, ja, ich weiß, ich hau jetzt mal alles ab. Warum baut er... auf reparieren. Baut er ein Haus aus Wellen? Nein, der hat einfach weiter in den Himmel gebaut. Ja. Eine Treppe. Guck mal, als Grundlage dafür, um das aufzubauen. Ja, nicht als Grundlage, aber er hat die Tür schon gesetzt. Noch nicht. Ich hab die. Guck mal, das ist dann sehr wahrscheinlich ein Shiny. Guck mal, hier unter mir. Vince, lass dich nicht ärgern von denen. Oder? Wenn das für dich ein Haus ist, dann ist das ein Haus. Was? Vince, nimm mal den Hammer in die Hand. Ja. Also das geh mal auf reparieren, damit du am besten sehen kannst. Jetzt fahren wir beim Kreuz, Fadenkreuz hier über die Dings. Du siehst, dass die blau leuchten, oder? Ja. Das heißt, die sind auf der Erde gestellt und sind stabil. Schau mal nebendran, hier, die sind grün. Weil da unten drunter eine kleine Höhle ist. Oder hier an der Wand. Die sind blau und dann oben drüber fängt es an, grün zu werden. Ja. Und solange du grün hast, ist alles safe. Also die sind dann sozusagen statisch. Moment, lass Vincent doch lieber mein YouTube-Tutorial dazu gucken. Nee, ich weiß das alles. Hat er schon gesehen. Er ist allwissend. Er ist schließlich unser Sohn. Er hat sein eigenes Tutorial. Oh mein Gott. Also kommt er eher nach Wolfgang als nach dir. Vincent, zeig dich mal. Da Vincent weiß ist, glaube ich nicht, dass Wolfgang da irgendwie großen Einfluss hatte. Nee. Ich hab Hammert in seinem Bord. Hä, ich komme gerade aus einem Kreuzzug aus Südamerika. Deshalb, ja, der hat einfach gesunde Bräune. Er schläft ja die ganze Zeit im Rauch. Ja, ich bin kommst du aus dem Morast? Will ich jetzt eigentlich mein Haus bauen? Das ist die bessere Frage. Auf dem Boot bitte. Genau, auf der Mauer. Ja, auf der Mauer. Bau doch ein Haus im Baum. Ich habe eine bessere Idee. Ich glaube, das passt ganz gut zu dir. Ich habe eine bessere Idee. Reißt das hier alles ein? Ja, sag nicht, du reißt deine Mauer ein. Ich raste aus, ey. Wir wollen nichts bei den Pier machen, bitte, gell? Bei den Feldern. Ja. Ey, das ist scheißegal. Habe ich hier die ganze Arbeit umsonst gemacht. Vor allem, du hast ja noch nicht mal mitgeholfen, Puh, also darfst du eigentlich nicht ausrasten. Nee, ist schon gut, ja, ich habe auch nicht mitgemacht. Stimmt, ich bin unehrenvoll, weil ich die... weil ich am Bau der Mauer nicht beteiligt war. Aber ich habe Angst, dass ich mich runterschubst. Weiß ich nicht. Das will ich nie machen. Deine Mutter hat gesagt, ich soll Balthasar streicheln. Du bist der Typ mit dem Mobs für sie. Ja. Ah, das ist doch gut. Balthasar ist aber keine Ahnung wo. Hier ist sogar ein Kupfervorkommen. Kann sein, dass er im Flur liegt und schläft. Oh nein, Jorde macht wieder versaute Sachen während des Streams. Nein. Ja, die höchste Mauer ist die ich vorhin erst gemacht habe, also... was machen wir jetzt? Kampf? Ich würde erstmal meine Sachen weglegen. Puh, wir könnten jetzt einfach Kupfer und Bronze nehmen und unsere Sachen upgraden, einfach zu zwei Stellen in den Sumpf hüpfen. Könnten wir. Oder wir lassen, ja, für mich kann man Winston oder sowas mitgeben.
Ich weiß nicht, was wir jetzt hier noch groß machen sollen. Nackt mit einem Turmschild. Du sollst auch noch mehr Kupfer holen, damit wir Bronze haben. Also Zinn haben wir noch ein bisschen. Deshalb ja. Ich weiß nicht, wie viel Kupfer wir noch da drin haben. Ich gucke jetzt erstmal, ich wandere jetzt erstmal um. Ja. Und ich mache nochmal Kohle. Ja, wir haben ja nichts. Wir haben so 12 Bronze. Was willst du noch upgraden, großartig? Ja, ich will jetzt meine Rüstung upgraden oder mein Schild. Oder mein Schwert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube, uns greifen gerade ein paar Krautzwerge an. Wie kann es überhaupt sein bei deinem riesigen Weil, den du gemacht hast? Ja, die sind irgendwie hier gespawnt. Wahrscheinlich, weil ich die Wohnung gegraben habe. Kackviecher. Wenn ihr das gesamte Areal in eurer Base mit Werkbänken absichert, spawnt da nichts mehr. Dann, nimm doch, also wir haben jetzt noch 7 Bronze in der Kiste. Ich will mal ganz kurz offline Verband wechseln. Bis gleich. Okay. Verband wechseln? Was hat er denn gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht geschnitten. Wahrscheinlich hat er den Verwandt. Verwandt? Vielleicht hat er sich einfach nur verbunden. Weil er es lustig fand. Das lohnt sich dann aber erst abzugraden. Vielleicht hat sich eine seiner Katzen wehgetan. Ja. Das kann sein, ja. Vielleicht hat er so eine seiner Katzen wehgetan. Schild, oder? Ich weiß nicht, ich habe das Grundbronze-Schild. Ich habe jetzt einfach die Axt geupgradet, weil ich mit der am ehesten kämpfe. Ja. Die Axt wäre jetzt auch nicht schlecht. Wenn alle irgendwas sammeln würden, hätten wir ja auch mehr Bronze. Ich möchte jetzt einmal das Schwert upgraden. Na, wahrscheinlich hat Jordi nicht mal Pfeile bis jetzt sich gemacht. Oder Schwert oder Schild ist eigentlich beides geil. Ich mach das noch ein Schwert erstmal. Das tue ich besser. Also blocken können wäre vielleicht sinnvoll. Finde ich, weil du dann vielleicht länger überlebst. Ja, nochmal blocken. Ich weiß nicht, ist dein Schwert schon einmal geupgradet oder sind alle nur auf 1? Alles noch auf 1. Weil wenn, dann würde ich das dann nicht für den Schaden upgraden, sondern für die Haltbarkeit. Ich habe auch überlegt, ob ich mal vielleicht eine Axt oder eine Spitzhacke machen soll, aber... Nee, mach den noch aus Eisen. Brauche ich jetzt noch nicht. Dann lass uns zum Sumpf gehen. Aber ich habe was falsch gemacht. Soll ich euch begleiten? Nee. Doch. Doch. Moment, lass mich überlegen. Warum steht da ruhend? Weil das unser Zuhause ist und wenn du dich hier ausruhst, kriegst du eine gewisse Zeit lang Buff. Als Bonus. Ja. Und je höher der ist, desto länger hebt er. Also, du hast ja dieses Rested neben dran. Also war Ruhen 10 Minuten bei mir jetzt hat. Und für jeden Komfort, das du nach oben bekommst, also von 3 auf 4 bekommst du mal eine Minute extra. Das heißt, dann hast du zum Beispiel 11 Minuten dann den Buff. Das heißt, sollten wir vielleicht schauen, dass man hier vielleicht den Ruhen-Buff irgendwie höher bekommt durch bessere Umgebung. So, Antigift habe ich. Das habe ich gefunden. Ach, Antigift brauche ich auch noch. Ja, dann kann ich mal so 2-3 mitnehmen.
Was sollte ich denn noch am besten dann trinken, wenn wir da sind? Das Antigift sollst du trinken. Ja, wo ist es? In dem Med-Ding. Außer Punkt, Punkt, Punkt. Ach, Brandpfeil, okay. Nee, Punkt, Punkt, Punkt ist einfach, was ich jetzt nicht zuordnen konnte. Übrigens wird Med mit ein E geschrieben. Ich hab das Schild nicht gemacht, glaube ich. Oder? Welches? Das Med-Schild. Med wird mit ein E geschrieben, warte. Erinnere ich mal kurz. Ich will aber nochmal schlafen am Morgen los. Okay. Ess nochmal was davor. Ich würde euch auch ein bisschen Dings mitnehmen, ein bisschen Holz und dann hier eine kleine Base bauen. Ich verstehe auch nicht, warum niemand dann eine neue Giftbrühe gemacht hat. Hey, das wir haben alles vorrätig, es kostet nichts. Ja, mach ich doch gerade hier. Ich habe die Giftbrühe doch schon gemacht. Ich habe die gerade reingemacht. Ich weiß, weil letztes Mal habe ich noch welche vorbereitet, das weiß ich auch noch. Matt ist fett. Dann gehen wir halt jetzt schlafen. Wir können doch gar nicht schlafen, weil Jordan nicht da ist. Das hat sich rausgelockt, oder? Keine Ahnung, ob der das gemacht hat. Wenn du F2 drückst, siehst du die ganzen aktuellen Spieler. Ja, der hat sich rausgelockt. Dann können wir doch schlafen gehen. Ah, Sola, ich habe was zum Eincremen mitgebracht. Lass dich in Ruhe. Was ist damit passiert? Sola, Bus bauen. Ich versuche vielleicht einen Hafen zu bauen für das Schiff. Nein, du kommst mit in den Sumpf. Ja, will ich ja. Und danach